können dich doch nicht einfach so rausschmeißen. Ich meine, wie lange hast du da gearbeitet? Siehst du mal ganz unemotional, Tommy. In meinem Alter arbeiten die meisten Leute doch gar nicht mehr. Im Grunde genommen nehme ich nur den jungen Menschen den Arbeitsplatz weg. Eine Maschine. Also gut, eine Maschine. Aber die muss ja auch von irgendjemandem gemacht werden. Tröstet dich das? Verdammt, nein. Natürlich nicht. Ach, das ist doch alles scheiße. Ach was. Ist doch nicht das erste Mal, dass ich dein Großvater eine neue Lesestube suchen muss. Ach übrigens, habe ich dir von dem Brand im alten Archiv erzählt? Den der frustrierte Feuerwehrmann selbst gelegt hat? Ja. Wo sie dich, zwangsevakuieren mussten? Ja. Haben die damals nicht ein Riesenglück gehabt, dass es anfing zu regnen? Ja. Nö. Hast mir nicht erzählt. Oh, du. Um einen Liebesbrief zu schreiben, musst du anfangen, ohne zu wissen, was du sagen willst. Und enden, ohne zu wissen, was du gesagt hast. Rousseau. Naja, die Franzosen sind in sowas Experten. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich... Ich habe ein Problem. Oh. Ja, ich war noch nie besonders gut darin, solche Sachen zu erklären. Nein, Opa, ich habe ein richtiges Problem. Naja, vielleicht ist es auch eine Chance, aber im Moment ist es halt noch ein Problem und ich weiß nicht, wer mir da raushelfen kann. Außer dir. Du hast doch mal bei der alten Gießerei draußen gearbeitet, oder? Dürfte ich erfahren, worum es hier überhaupt geht?